Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im neuen Video. Es geht heute um einen spätsommerlichen Strauß. Ich habe hier schon diese schöne Hortensie in der Hand. Es geht darum, auch haltbarere Früchte, ja, es ist jetzt, wie gesagt, es reift schon alles heran, in einen Strauß zu arbeiten und wie man eben sowas macht, dass das auch ein bisschen länger hält, kommt gleich im Video im Detail. Aber bevor wir diese schöne Hortensie für den Strauß verwenden, die ist echt irre, die ist schon größer als mein Gesicht. Das ist natürlich ein Prachtexemplar. Und Hortensien, die kann man jetzt im Herbst also schön verwenden, dass die auch ein bisschen haltbarer sind. Und am besten, ja, so ist sie, wenn die so, hier darf man auch drauf fassen, wenn die sich so ganz trocken und fest anfühlen. Ja, dann, und dann hat man auch super Chancen, dass die, ja, dass die gut halten im Strauß, oder wer sie haltbar machen möchte, der kann sie einfach, also man nimmt dann so einen Gummi und einen Drahthaken und kann die schön aufhängen. Und das sollte man auf jeden Fall, aber wenn man die trocknen lässt, also aufhängt zum Trocknen, dann sollte man die ruhig 2, 3 Wochen trocknen lassen, damit die nicht, wenn man sie wieder umdreht, damit sie nicht zusammenfallen. Ja, weil wir haben eine wunderschöne haltbare Arbeit gemacht mit Hortensie, da haben wir die getrocknet. Und dann gibt es natürlich auch tolle Pinktöne, die habe ich jetzt nicht da. Es gibt auch schöne Hortensien in Blau, ja, die ist jetzt auch richtig fest. Die sind allerdings ein bisschen schwieriger zu trocknen. Und dann habe ich noch extra fürs Video ein Prachtexemplar in Weiß mitgebracht. Also die ist auch echt der Knaller. Ja, es kommt doch, es ist natürlich auch Natur. Es kommt immer vor, dass mal ein Blättchen auch dran ist. Das kann man dann abzupfen. Ja, wenn man ein kleiner brauner Rand ist. Aber ansonsten ist das jetzt eine Hortensie auch. Man sieht, wenn ich da drauf fasse, die, da bewegt sich gar nichts. Also die ist richtig, richtig fest. Ja, und die ist ganz toll. Aber die werden wir sicherlich in einen anderen Strauß reinmachen. Heute geht es um einen haltbareren Strauß und kleiner Verweis auf das letzte Video. Da haben wir einen, haben wir diesen Sonnenblumenstrauß auch gemacht mit Früchten, mit Kamille. Und da habe ich euch ganz viele Tipps und Tricks zum Thema Sonnenblumen erzählt, was man macht, wenn die ein bisschen weich sind, wenn die Blütenblätter ein bisschen gelb werden. Und einer dieser Tricks, so stellen wir den mal wieder weg, da haben wir also hier die Sonnenblume ausgezupft, die gelben Blütenblätter rausgemacht und diesen schönen Blütenboden behalten, damit ich diesen Blütenboden aber auch verarbeiten kann in meinem neuen Strauß. Nehme ich jetzt, so, nehme ich einen Draht, stecke diesen Draht in den Kopf rein, so, ich drehe es gerade ein bisschen rum, in den Kopf rein und umwickle damit den Stiel der Sonnenblume und dann habe ich natürlich den Kopf, habe den schön gerad gemacht, weil in der Natur sind diese Sonnenblumen, gucken ja immer ein bisschen zur Seite und habe hier schon Zutat Nummer 1, für unseren haltbaren Strauß. Zutat Nummer 2 ist ja diese wunderschöne große Hortensie. Die lege ich mir jetzt auch mal auf den Tisch. Und ja, es ist Herbst. Es ist eigentlich wunderschön, weil der Herbst kommt wirklich mit seinen tollen Früchten. Und ich habe so schöne Hagebutten im Großmarkt ergattert. Ich war also total happy. Und es ist wirklich eine Seltenheit. Also ich weiß nicht, ob der viele Regen denen gut getan hat, aber es ist ja auch wirklich eine Seltenheit, dass so viele Früchte auf einem Hagebuttenstiel sind. War ich total glücklich, ja, also so üppig und also so tolle Exemplare. So schön geputzt sind die natürlich nicht. Das heißt, wir haben hier also einen halben Tag bestimmt, haben wir schon Hagebutten geputzt und schön sortiert. Und es müssen immer die Blätter, die müssen immer ab, auch bei den Ranken. Und wenn man dann eben nur die, ja, nur die Stiele und die Hagebutten hat, dann halten die sehr, sehr gut. Die Blätter, die trocknen also relativ schnell ein. Ja, und Hagebutten sind also Früchte, die ganz toll halten. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal her und
So ein paar Dornen sind schon noch drin. Ich spüre es schon beim Anfassen, aber das macht nichts. So, dann gibt es auch immer so etwas dünne, ja, etwas kürzere Stiele. Und damit ich die in meinen Strauß auch gut einfügen kann, nehme ich einen Draht. Ja, das ist auch wieder ein Steckdraht. Da reicht mir auch ein 6er Draht. Ja, weil es immer die Frage, was nehme ich für welchen Strauß. Leg diesen Draht an den Strauß an und wickle dann um diesen Draht, den ich angelegt habe, drumherum. Und habe dann also dadurch hier so ein schönes Bündelchen. Ja, und mache also von dieser Art an Bündeln, mache ich jetzt noch mehr. Man sieht auch, dass es noch nicht so ausgereift ist. So, hallo. So, unsere Kundin ist ganz glücklich nach Hause von dannen gezogen mit einer Zitronenzypresse und erfreut sich an dem Duft. Und ja, was ich vorhin sagen wollte, also man sieht natürlich an der Farbe der Hagebutten, dass der Sommer noch nicht so fortgeschritten ist, sonst wären die jetzt ja auch dunkelrot. Aber die sind jetzt im Moment noch hell orange. Und ich mache einige Bündel. Das ist jetzt Vorbereitungsarbeit für diesen Strauß. Ja, hier sieht man mal eine, die ein bisschen mehr Rot hat, mehr Farbe. Ich mache jetzt hier einige Bündel und drahte die. Und damit es für euch nicht so lang dauert, machen wir jetzt ein bisschen Schnelldurchlauf. So, also ich habe jetzt hier mal auf die Schnelle mal schön vorbereitet, habe diese Hagebutten in Bündelchen, also hier gedrahtet, ja, und habe hier also auch einen längeren Draht und kann insofern kann also diese Bündelchen sehr schön in den Strauß einfügen. Und also wer schon mal Hagebutten angefasst hat oder abgedornt hat, der weiß, das sind wirklich garstige Kameraden. Und was ich heute gemacht habe, als ich das alles vorbereitet habe, ich habe also meine schönen Dornenhandschuhe genommen. Nicht nur, dass die jetzt hier so eine lange Krempe haben, die meine Arme schützen. Die haben auch so ein ganz dickes Leder. Und ich habe diese Hagebutten einfach abgedornt, indem ich den Stiel genommen habe und einfach mit dem Dornenhandschuh entlang gerutscht bin. Und das ist phänomenal. Also Dornenhandschuhe kann ich nur empfehlen. Die schützen einen vor, die machen einen einfach so ein bisschen, unempfindlicher. Und das ist natürlich super. Ja, des Weiteren habe ich noch andere schöne natürliche Blüten. Und zwar, das ist Sedum oder auch fette Henne genannt. Und das blüht eigentlich rosa. Ja, hier sieht man, wie es schon spitzelt. Das ist jetzt natürlich sehr jung geschnitten. Ja, weil im Herbst blühen die nochmal so richtig schön rosa aus. Ich suche jetzt auch welche raus, die schon rosa spitzeln. Ja, und dass es so schön fruchtig ist. Und jetzt nehme ich noch meine Hortensienblüte. Brauche auch noch Blätter, die ich dann nachher drumherum lege. Ja, so, man sieht, ich habe eigentlich alles da. Ich muss es nur einfach bergen. Das ist das Schöne, wenn man so eine Werkstatt hat. Das ist wunderbar. Ja, also ich nehme jetzt meine Hortensie. Und nehme auch, ich kann also bei der Hortensie, die hat ja hier so, ja, die unterteilt sich ja in so viele Blüten. Und dann kann ich, wenn ich hier was einfüge, kann das einfach so dazwischen legen. Ja, kann also meinen Blütenboden nehmen, der guckt einen dann also auch so an wie so ein Auge. Und kann diese Hagebuttenfrüchte, ja, nehme die und
ich lasse die Hand bei der Hortense, ich lasse die Hand so ein bisschen locker und dadurch fallen natürlich auch diese Blütenteile von der Hortensie, die fallen so ein bisschen auseinander. Aber manchmal hilft auch nur, wenn man von der Seite die Hagebutten reinsetzt. Und jetzt habe ich auch den Draht hier unten. Das zeige ich gleich nochmal mit der nächsten Hagebutte. So, jetzt habe ich also die Hagebutte hier reingemacht. Und ich muss mich so ein bisschen reinfummeln. Ich brauche so ein langes Drahtstück, ja, weil ich die Hagebutte auch verankern möchte. Aber ich sehe schon, also von oben reingehen hilft nichts. Ist immer gut, wenn nicht alles gleich klappt, sondern ich muss tatsächlich auch von der Seite in die Hortensie reingehen, mich da vorsichtig reinarbeiten, weil ich komme von oben einfach nicht durch. Ja, das war jetzt so mein Problem. So, ich habe mir jetzt einen Weg geschaffen durch diese wunderschöne Blüte und zack, bin ich drin. Ha, super. So, ich habe jetzt hier ein Drahtstück von meinen Hagebutten und dieses Drahtstück nehme ich und wickel das um den Hortensienstiel drumherum. Warum mache ich das? Diese Stückchen würden ja sonst einfach wieder rausfallen und so fallen die nicht mehr raus, sondern sind wirklich richtig schön fest drin. So, ich habe jetzt hier, ich muss mir also die Plätze schon suchen, die ich in dieser Hortensie um meine Früchte oder Blüten dazwischen zu platzieren. Ja, ich nehme jetzt also mal so ein Sedum. Des Weiteren fände ich es jetzt auch schön, wenn hier daneben nochmal ein Hagebuttenbündelchen wäre, was ich jetzt auch hier reinmache. Also es ist eine Arbeit, die ein wenig Gefühl erfordert, ein wenig Geduld. Ja, und lässt sich also nicht so husch machen. Und diese Hagebutten also nicht zu tief reinmachen, dass man auch den Blick auf die Früchte auf jeden Fall, dass man die Früchte sehen kann. So. Nehme auch nochmal Sedum, das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen üppiger. So, und es ist auch sehr, sehr schön. Also Sedum ist auch sehr haltbar. Oh, man sieht schon, es ist also jetzt schon so eine schöne herbstliche Mischung. Ja, bin auch ehrlich gesagt schon fast geneigt, Herbstkränze zu wickeln. Ja, also wir haben schon im Team auch besprochen, wann wir anfangen, Herbstkränze zu wickeln. Und das wird jetzt auch die Tage sein. Und ich werde auch noch mehr herbstliche Zutaten für unsere Kränze und Sträuße und so werde ich natürlich auch noch mehr herbstliche Zutaten einkaufen. Da fehlt natürlich vor allem Fuchsschwänzchen, sind also sehr, sehr schön. Gibt es auch schon, ist auf jeden Fall schon da. Und ich werde auch noch weitere Fruchtstände und Blüten besorgen. Und es ist auch ein bisschen biestig, weil sobald da ein paar Dornen dran sind und wenn ich das hier anfasse, selbst wenn es im Bündel ist, dann habe ich natürlich gleich auch diese Dornen in den Händen. So. Es lebt also sehr viel davon, dass auch Drähte hier im Spiel sind, mit denen ich diese ganzen Blüten fixiere. So. Die letzte Hagebutte. Wie immer beim Straußbinden muss man gucken, wo man welche Blüten oder was arrangiert. Und bin jetzt eigentlich so ganz zufrieden damit, wie meine Blüten sitzen. Und was ich dann ganz gern mache, ist, um den Strauß, um das Arrangement zu fixieren oder zum Runden, ich nehme Kirschlorbeer und ich nehme jetzt nicht Weinlaub und ich nehme auch kein Efeu. Weil der Kirschlorbeer ist sehr, sehr haltbar und ich brauche jetzt einfach eine gewisse Stabilität, um die Unterseite von dem Strauß zu fixieren. Und in dem Fall muss man auf jeden Fall ein Grün nehmen,
Ja, oder Blätter, die lange halten. Und mit Weinlaub wäre mir da nicht gedient, weil das Weinlaub wird einfach spätestens nach einer Woche ist das kaputt. Und die restlichen Zutaten von diesem Strauß, die halten länger. So, ich schneide jetzt auch mal wieder ein Teil ab, weil das ist mir sonst komme auch ich. Ja, mein Kameramann dreht sich schon. Ja, ich komme schon. So, so, ich drehe also diesen Strauß und versuche auch, den jetzt gut abzustützen. Und das gelingt mir einfacher, wenn ich ihn nach unten hängen lasse. Und wenn ich den gleich wieder umdrehe, dann werdet ihr sehen, warum ich das mache. Weil das ist jetzt natürlich auch ein Strauß, der besteht aus vielen Drähten und hat wenig Stiele. Normalerweise haben wir das auch eher bei Brautsträußen, wenn wir die Blüten drahten. Da hat man dann auch wenig Stiele in der Hand und es ist für die Stabilität nicht unbedingt so förderlich. Ja? Also man muss da schon ein bisschen mehr, ein bisschen besser festhalten. Und die Tendenz ist auch, dass dann diese Stiele mehr rutschen. Das ist ein bisschen gefährlich, aber wir kriegen das hin. So, und mein Ziel ist also eine schöne Blattmanschette zu diesem Strauß zu machen. Deswegen suche mir die stabilsten Stücke von dem Kirschlorbeer raus. Wenn die Stücke so sind, habe ich die nicht genommen, weil die sind mir zu weich. Die fliegen dann einfach in den Müll. So, wir brauchen jetzt also tatsächlich nur die guten. Und falls du zu Hause noch schöne Beeren, schöne Amaranthus-Fruchtstände, falls du noch andere Früchte in deinem Garten hast oder Physalis oder tolle Beeren, dann lassen die sich natürlich jederzeit auch hier sehr, sehr gut einfügen. Das ist gar kein Problem, die kann man ansonsten auch reinkleben oder eben Drähte nehmen und reindrahten. Aber ich würde den Strauß jetzt auch so lassen mit dieser herbstlichen, fruchtigen Üppigkeit und würde den Strauß als haltbaren, schönen, herbstlichen Strauß so in die Vase stellen. Ja, das war mein Video. Binden tun wir den Strauß dann natürlich auch noch. Und der hat also wenig Stiele, der hat viele Drähte, viele Früchte, aber an dem hat man ganz lange Freude. Ja. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und lasst mir ein paar Daumen und Kommentare gerne da. Und Vorschläge, falls ihr Wünsche habt, was ich noch drehen soll. Freue mich, dass ihr dabei wart und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Video.